Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft HeroFi mit mir HeroCraft AK Max AK. Heute leider mit der Millifi. Hallo Milli. Hi, ich bin wieder dabei. Ach Mann. Nein, bleib doch hier. Ich hab dir hier eine Couch hingebaut. Ach so. Von Ikea. Von Ikea? Ja, weiß ich nicht. Ikea-Möbel? Da musst du zurückkommen. Geh weg aus meiner Ecke. Hier sitzen nur die Coolen. So. Ich beobachte dich von weitem. Leute, heute reden wir ein bisschen mit Millify über HeroFi, weil HeroFi ist ja jetzt seit... Wann ist das zu Ende, Milli? Weiß ich nicht, über eine Woche auf jeden Fall. Ja, und es sind viele Fragen offen, warum es jetzt schon endet und warum ich und Millify nie wieder Videos machen werden und... Ja, das sieht man ja in diesem Video, dass wir nie wieder Videos miteinander machen. Das sind unsere Wege jetzt. Oh mein Gott. Mein Weg geht da lang. Unsere Wege haben sich schon getrennt. Dein Weg ist jetzt noch so kurz. Du fliegst! Magier! Auf jeden Fall, Leute, um ein bisschen jetzt weiter zu reden. Wir hatten eigentlich geplant, dass das Projekt eigentlich länger geht. Aber uns ist die Story ausgegangen. Ja, ich weiß nicht. Und uns hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil die Mods einfach komisch waren und... Das Problem ist, vieles hat einfach nicht so funktioniert, wie wir es wollten. Es gab viele Probleme, wenn wir aufgenommen haben. Deswegen haben... Hallo, kannst du bitte aufhören? Okay. Du falsch, ich rede gerade. Oh mein Gott. Jetzt hast du mich mal aus dem Kontext gebracht. Jetzt habe ich den Kopf abgeschlagen. Ja, es hat vieles nicht so geklappt, wie wir wollten. Deswegen gab es auch immer so viele Cuts. Und deswegen musste man schon echt schauen. Manche Aufnahmen haben einfach stundenlang gedauert. Manchmal, weil wir einfach Sachen nicht hinbekommen haben. Und deswegen... Max hat sowieso noch was anderes im Kopf schon, was er geplant. Ja. Was hast du schon einen Namen für das nächste Projekt? Oh mein Gott. Der Nachfolger von HeroFi oder meine Nachfolger? Dein Nachfolger. Meiner, das werde ich noch nicht verraten, weil es noch in Planung ist. Okay. Ja, aber du hast auf jeden Fall was in Planung, das hast du ja auch schon öffentlich gesagt. Das stimmt. Oh. Cool. Also Leute, es wird ein Horrorprojekt geben, da ist Millify zum Glück nicht dabei, also alles gut. Nein, meine Peitsche! Nein! Ich hatte meine Peitsche. Auf jeden Fall ist das dann halt so, dass ich ein Horrorprojekt geplant habe. Sollte eigentlich gleich nach HeroFi starten, Leute, ihr wisst das. Habe ich in Minecraft Boom schon erzählt. Minecraft Boom ist außerdem ein neues Projekt, das auf meinen Kanal kommt, wo ich ein paar Welten zerstöre, ob es von mir sind oder von YouTuber-Kollegen und von Millifys echten Zuhause. Und genau. Ja, also schaut da mal vorbei, es ist echt lustig und hier, Minecraft Boom auch und schaut bei Millify vorbei, sie macht auch noch YouTube. Sie macht Mädchen-YouTube. Mädchen-YouTube machst du. Bei mir könnt ihr die ganzen Folgen HeroFi noch schauen. Das stimmt, Leute, schaut auf jeden Fall da mal vorbei, das ist ganz komisch, bei mir haben die ganzen Leute immer HeroFi geguckt und haben sich aufgeregt, warum keine richtigen Folgen kommen, außer immer nur ein Zweierschritt, aber bei Millify kommt ja auch... Also der Sinn des Projekts war, dass beide supportet werden, dass sich beide gegenseitig supporten und dass das Projekt auf beiden Kanälen abwechselnd kommt. Und deine Zahlen war immer so, ja, alle deine Zuschauer, also nicht alle deine Zuschauer, aber sehr viele Zuschauer schauen bei dir. Und bei mir waren es so 10 Leute. Das hat mich auf jeden Fall verletzt, also Leute, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Aber das Projekt an sich war eigentlich gar nicht so dumm geplant. Es sind viele Fails gewesen und zum Beispiel dieses Battle Arena Ding, das war eigentlich auch komplett anders eigentlich geplant. Ja, und es war allgemein war so eine Arena gar nicht geplant. Also wir haben so einen Livestream. Es sollten auch viel mehr Livestreams kommen, wir haben einfach gar nichts. Du hattest so viele Internetprobleme irgendwann und es hat alles nur noch Probleme gemacht. Ja, und weil dann... wir haben in dem Livestream plötzlich angefangen, eine Arena zu bauen. Dabei wollte ich zum Beispiel eigentlich ein großes Haus bauen und anfangen, das Camp auch richtig auszubauen mit Gebäuden und so. Bin ich auch nie zugekommen. Also Leute, irgendwann, wenn ihr einen Nachfolger wollt, einen richtigen Nachfolger von Minecraft HeroFi, was noch viel besser wird, versprochen, und viel länger geht, versprochen, dann lasst auf diesem Video, wie viele Likes sollen die da lassen, sagen wir eine Zahl? Was ist denn... Was schaffbar ist? Ja. Safe 20. Okay, dann sagen wir 19.
Okay, mach mir 25. 25 Likes bis wann? Bis wann? Weiß nicht, eine Woche? Eine Woche, also bis nächste Woche Donnerstag? Ja. Okay, wenn ihr bis dahin 25 Likes habt, Leute, machen wir den Nachfolger. Ich verspreche euch und das wird dann so schnell wie möglich kommen. Oder, Milli? Ja, du machst erstmal dein Ding. Und dann müssen wir uns erstmal überlegen, was wir so im neuen Projekt machen, bevor wir wieder so mega unerwartet. Der wird nur gebaut, Leute. Dings wie diesmal hier. Der wird nur gebaut. Okay, dann baue ich meine 1000 schönen Häuser. Sie wird, bauen, ich verspreche euch, sie wird trotzdem nie ein Haus bauen. Also, sie wird 100%, wenn ich ein Haus baue, und diesmal baue ich wirklich ein Haus, wird die da einziehen. Das Ding ist, wir haben auch nur in diesem Projekt Häuser gehabt, weil es diese Fertighäuser gab. Glaubst du, wir hätten uns sonst ein richtiges Haus gebaut? Ich habe in Deria ein richtiges Haus. Ja, in Deria tust du auch irgendwie total übertreiben. Ich weiß nicht, da baust du alles selber. Ja. Heute, es ist so krank. Wirklich, wer das Projekt noch nicht gesehen hat oder irgendwas, irgendeine Folge verpasst hat. In Deria, Max gibt sich so viel Mühe. Also, das ist nochmal eine ganz andere Nummer als Herofy. Der baut ja jedes Gebäude selber und ich weiß nicht, wie man sowas bauen kann. Dafür bräuchte ich YouTube-Tutorial. Dankeschön. Erstmal Kuss an dich, Schwester. Danke. Jetzt, und du bekommst als gutes Geschenk, als Abschluss von Herofy, kriegst du das Master-Sword. Oh, ja! Das hatte am Ende tatsächlich traurigerweise mehr Attack-Damage als mein Endschwert. Und das hat nur 9 Attack-Damage. Wie viel hat deine Keule? Hä, du hast auch eine, 20. Ah, nee, ich wollte... Ich hab mir geklaut am Ende. Ich wollte gerade, ja, mein Ding wechseln hier im Inventar hier. Dass es wieder gecrashed wäre. Oh Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich habe noch hier eine Mod drin, diese TNT-Mod, die ich für dieses Herofy-Video gebraucht habe, wo ich Herofy vs. TNT gemacht habe. Die ist aber nicht auf dem Server mit drin, die Mod. Die habe ich nur privat in meinen Mod-Ordner mit drin und deswegen crasht meine Welt, wenn dann dieses Ding da, also crasht mein MC. Deswegen, aber Leute, auf jeden Fall freut euch auf die Nachfolge Minecraft Herofy 2 oder so, was weiß ich. wird uns schon irgendwann was Lustiges einfallen, Leute. Also wenn ihr es schafft, 25 Likes in einer Woche, dann kommt das Projekt auf jeden Fall dieses Jahr noch. Und dann wird definitiv ein bisschen mehr Content geboten. Obwohl, wir waren ja auch nicht ganz ohne Content, muss man auch einfach sagen. Wir hatten ich sogar fand Story. So mit Holzfäller Hans und so, das hatte schon einen ganz guten Beginn. Dann aber auch wieder vieles nicht funktioniert. Das ist true. Wir wollten es eigentlich krasser gestalten, aber ich weiß nicht, der Server hat es einfach nicht mitgemacht und wir hatten auch einfach nicht so viel Zeit. Dementsprechend tut es uns leid, aber wir versuchen es im nächsten Projekt besser zu machen. Ja, man lernt ja immer daraus. Das stimmt. Und der grünen Abschluss, Leute, morgen kommt wieder eine Folge in Deria. Schaut bei Millify vorbei. Da kommt auf jeden Fall keine neue Folge Herofy. Aber da kommt anderer Content. Und wie zum Beauty-Content, jetzt mal an die Mädchen-Zuschauer hier bei mir, da kommt zu Beauty-Content, da kommt trotzdem auch, denke ich mal, auch bei ihr noch Minecraft so. Ja. Weniger mit mir zum Glück, was mich sehr freut. Aber Leute, wir sind nicht zerstritten oder gehen auseinander oder sowas. Also Leute, in dem Sinne, freut euch auf den Nachfolger, irgendwann kommt der Laufe der nächsten Monate auf jeden Fall. In dem Sinne, hoffe ich, ihr seid morgen dabei, wenn es heißt Minecraft in Deria. In dem Sinne, haut rein. Bis dann und Millify, deine letzten Worte. Ciao.